Ja, noch habe ich viel vor. Noch. Am Ende vom Video nicht mehr. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Aber noch. Denn ja, es ist wieder Urlaubszeit gewesen und auch wir waren wieder unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ja, und den einen oder anderen haben wir halt besucht. Lasst euch überraschen, es gibt Wiederholer, es gibt aber auch Neues. Also nicht abschalten, sondern genau anschauen. Die Kanäle verlinke ich unten in der Videobeschreibung, damit ihr vielleicht auch noch mehr erfahrt über die einzelnen, ja, YouTuber, MOBA-Kollegen, Kolleginnen. In dem Fall viel Spaß! Ja, Ziel 1 habe ich erreicht. Und wo bin ich? Ne? Bei meinem Freund Matze. Und was hat er Schönes gemacht auf seiner Anlage? Ja, das zeige ich jetzt mal kurz. Dann habt ihr mal wieder ein Update von hier. Ja, zum einen ist der fünfständige Lokschuppen jetzt da und ich bin begeistert, wie er aussieht. Ja? Also top, top. Ne? Und da kommt ja dann die Schiebescheibe dazu. Scheibe ist ja nicht. Bühne. Schiebebühne heißt es, genau. Bühne, ey. Ich bin schon wieder blond, ne? Genau. Und es sieht einfach genial aus. Und dann hat er ja, wenn wir hier rüber gehen, ja, einen. Ja, wir gucken, wir kommen von hier an. Da wird entkuppelt, einen Ablaufberg gebaut. Ja. Und da hinten werden sie dann eingefügt in die Abstellgleise. Und natürlich, wenn man sie abholt über ein Normalgleis hier. Aber ich finde das geil. Wenn man mal schaut, ne? Phänomenal geile Idee, ne? Ich mit meinem blöden C-Gleis kann das natürlich nicht machen. Aber er hat da optional mit dem K-Gleis alles perfekt. Und da hinten natürlich am Ablaufberg auch schön. Die Gleise schon gestaltet, also das gefällt mir unheimlich. Ein richtiger Experte. Ja. Also es geht Stück für Stück voran, wenn auch etwas langsamer, aber dafür technisch und aussehenstechnisch voll geil, muss ich schon sagen, ja. Also man kann sich hier trotzdem immer noch nicht satt sehen, ja. Wahnsinn. So, ein kurzer Besuch hier, ja, also was heißt ein kurzer Besuch, ein kurzer Blick auf die Anlage. Wir sprechen jetzt weiter, wir haben noch ein anderes Projekt vor uns, das kann ich euch aber noch nicht verraten. Das seht ihr dann irgendwann mal. Ich zeige euch dann, wann müsst ihr euch gedulden und ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Ja, ne? das holt schon. Und vor allen Dingen auch Dankeschön für die Gastfreundschaft und ja, die Reise geht jetzt weiter. Wir sagen mal Tschüss und bis später. Ciao. Ja, wir sind hier in Kassel unterwegs. Wenn ihr mehr sehen wollt, was hier in Kassel so passiert ist und geht, dann geht rüber auf den anderen Kanal von Einfach Markus. Denn hier geht es ja nur um die Modelleisenbahn und deswegen sind wir hier jetzt gerade in Müller. Mal gucken, was wir da so finden. Ja, es gibt hier eine. Ja. So lala Auswahl. Von allem ein bisschen was, aber nicht richtig. Ne?
Auch hier gibt es einiges in den Vitrinen. Ne? Ja. Schön für die Märkliner. Und natürlich auch nochmal hier das RTS-Set. Also wer es sucht, hier im Müller in Kassel gibt es noch. Für 209 Euro. Das sind die Seitenkippwägen von RTS, wo ich schon 15 Stück habe, aber das reicht vollkommen. Ja, und hier gibt es auch noch einige Schweizer Loks. Touristik Express, ne? Stuttgart 21, ne? Also einiges hier noch. Und natürlich dementsprechende Startsets. Was haben wir hier für eins? Auch noch mal ICE, ja. ICE 1 Startsets, also. Ja. Also wer es kaufen will, der kann es kaufen, weil hier eine MS-2 dabei ist, ne? Und viel C-Gleis-Material und den Zug dann wieder verkaufen, wer den Einser nicht will. Oder wechselt gleich auf das, aber das ist ja jedem überlassen. Ich finde diese RTS-Lok hier reizend. Ja, schauen wir mal, was sich ergibt. Ja, den habe ich jetzt gesehen. Schönes Grün. Könnte passen. Packen wir einfach ein, oder? Genau. Raus damit. Danke. Also, ich gehe jetzt weiter. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, was hier in Kassel passiert ist, auf den Kanal von Einfach Markus. Ja, und wir gehen weiter in der Reise. Mal gucken, wen wir jetzt sehen. Viel Spaß noch. So, willkommen. Da sind wir. Na, wer weiß, wo wir sind? Einmal, zweimal, dreimal. Ja, wir sind jetzt hier in Hamburg im Hotel angekommen, weil wir morgen ja ins Miula gehen zum Drehen. Ja, leider sind die Besuche geplatzt hier in Hamburg, die haben einfach keine Zeit. Ja. Schade eigentlich. Und ja, jetzt warten wir mal ab den Tag heute, was morgen passiert. Und vielleicht kann ich ja das ein oder andere morgen filmen. In dem Fall bis später. Ja, ich wandle ja gerade hier auf dem Flur rum und da haben wir noch mehr Bilder. Oh Gott, der hält ja seinen Kopf in der Hand. Wahnsinn. Und da haben wir natürlich das untergehende Schiff. Passt natürlich. Ja. Und hier oben haben wir nochmal ein Schiff. Cool gemacht. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Ja. Da haben wir noch was entdeckt. Wow. Cool. Na, hier unten. Yeah. Und das ist natürlich auch eine geile Idee. Mr. Wahl. Flip. Und natürlich ein Hai. Und hier schwimmen sie. Mit dem Boot. Und hier oben springen sie runter. So wie der. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Piers 3 in Hamburg im Miula Hotel. Ja, nach einem ausgiebigen Frühstück geht's jetzt rüber ins Miwuland mit dem Filmteam. Dort trifft man sich dann und dann wird ja bis in den Abend hinein gefilmt. Und dann schaue ich mal, was ich für euch noch alles auffangen kann vom Miwula. Ein oder andere Szene vielleicht, schauen wir mal. Seid gespannt, bleibt also dran. Ja, ich habe es wieder einmal geschafft. Da ist Miwula. Ihr habt gerade die Brücke gesehen, die neue, ne? Und ich hoffe, ich kann das ein oder andere noch filmen heute neben dem ganzen Fernsehprojekt. Aber seid gespannt, was jetzt dann noch kommt und was ich drauf kriege. Und das ist natürlich das Geilste hier. Lauter Einsatzfahrzeuge. Das Paradies. Ja,
Ja, besonders diese Abteilung hier. Yeah. Da kommt Freude auf. So, in den Drehpausen kann ich mal ein bisschen hier filmen, ne? Was ja neu ist hier schon so, ne? Denn, ja, einiges sieht man ja neu. Ihr müsst halt selber hierher kommen, weil wenn ich das jetzt filmen würde, hier alles, was ich hier sehe, dann habe ich 10 Stunden Film oder mehr. Ja, von dem her gibt es ein paar Eindrücke. Einfach gigantisch, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch hier die Felsen. Oder. So gut, dann kommen wir da auf die Tür, ja? Ganz, ganz viel gefilmt. Deswegen strebt man das bis in die letzte kleine Ecke aus, dass wenn man filmt, dass er immer wieder noch was Neues entdecken kann. Und das geht halt. Ja, du kannst auch nicht filmen, also wenn du das da reinbauen willst. Das muss strikter sein. Ja.
Thank you.
Dann füllen wir wieder vorne. So,
Mivula beendet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu lang, das Video schon. Wenn ihr jetzt sehen wollt, was wir sonst schon in Hamburg machen, auf einfach Markus gehen hier auf YouTube. Da seht ihr dann den Rest. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Besuch. Ja, wir haben unser nächstes Mubba-Ziel erreicht. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer sich dahinter versteckelt. Also, gehen wir mal klingeln. Ich drehe euch jetzt mal um hier. So, da haben wir die Tür. Und da machen wir einmal Bing Bong. Und wer öffnet jetzt die Tür? Da kommt schon jemand. So. Ja, hallo. Ja, da haben wir den Steven. Komm rein. Danke, dann kommen wir mal rein. So, dann wollen wir mal reingehen hier in das Mobbereich. Der Kanal ist ja Stevens Mobberwelt. Richtig. Verlinke ich unten. Und so sieht das jetzt hier aus. Das ist ja die Stelle, wo die letzten Videos dran war. Und da hinten das mit der Bushaltestelle. Und hier die schöne Mauer, die schon sehr fortgeschritten ist. Und da hinten natürlich der Übergang mit der Kirche und allem. Da gehen wir gleich mal rüber. Ja, und hier ist jetzt das, wo der Schrottplatz mal hinkommt, gell? Hier soll der Schrottplatz entstehen. Hier in dem Bereich. Bin ich gespannt. Ich habe ja auch einen Schrottplatz. Und du hast ja das Gleis in der Mitte vom Schrottplatz nachher. Ja. Ich habe es ja außerhalb. Bin ich mal gespannt, was das gibt und wird. So, wir gehen jetzt mal rüber. Das ist übrigens auch schön, der Berg hier. Auch schön hier. Ja, hier noch alles im Bau. Also man darf gespannt sein, am besten seinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr sehen, was beim Steven alles passiert. Ja, die ersten Wagen stehen, die ersten Loks haben wir ja schon fahren sehen. Ne? Und hier oben, ne, die Kapelle, der schöne Platz, wo der Zug unten durchfährt. Der wievielte Versuch? Der dritte. Genau. Bauen, abreißen, bauen, abreißen, bauen, abreißen, bauen. Final. Bis jetzt. Dreimal habe ich den, glaube ich, abgerissen. Ja. Und jetzt bleibt es so, oder? Jetzt bleibt es so. Gut. Und wie gesagt, von dieser Richtung der Blick rüber ins BW. Da haben wir den Steven. Hallöchen. Wie lange ist es deine Strecke hier so? Circa? Circa, also 4 Meter ist er jetzt lang, in etwa. Und was willst du jetzt noch alles hier so erschaffen in deinem Reich? Also soll ja nachher da den kleinen Wendel, habt ihr ja gesehen, da soll ja ein Wendel hoch, der geht dann hoch übers Fenster und dann geht's irgendwann mal hier aus dem Zimmer raus. So, also kommt mir das bekannt vor. Ja, nur in N, ne? Nur in N, gell? Ja, das ist schon einfacher. Ich habe mir ja mal ausgerechnet, wenn ich meine Anlage in N hätte da, so wie sie jetzt breit wäre, könnte ich 6 Spuren nebeneinander legen auf der Trasse, wo ich jetzt nur 2 habe. Ja, das ist halt oder der Nachteil in H0, ne? Das heißt, du machst immer wann deine Videos so in der Regel? In der Regel kommen meine Videos jeden Sonntag 17 Uhr. Jeden Sonntag 17 Uhr, also einen Tag später wie ich. Auch nicht schlecht. Also, habe ich das so gewählt. Da unten in der Beschreibung, da ist der Link von Stevens Mobberwelt. So, und jetzt kommt noch was. So, und weil ich ja meistens was mitbringe, dann habe ich auch was mitgebracht und da steht Steven drauf. Vielen lieben Dank. Und ja, das darfst du nachher mal auspacken. Gut, dann darfst du mal aufpacken. Dann wollen wir mal gucken, was wir ausgepackt kriegen. Ja, es ist special eingepackt. Machen wir auch immer so. Ich muss doch ein bisschen ärgern hier. Auch mal nichts, dass wir was kaputt machen. Ja, da kann ich nichts kaputt machen. Das ist so eingepackt, ja, da kannst du nachher einen ganzen Berg bauen mit dem Restmaterial. Ja, man muss jetzt nicht mehr vor die Opfer, ne?
verpackt. Das ist der Effekt, ein Riesenpaket schenken und nachher kommt was ganz Kleines raus. Oder mit mehreren Einzelnen reinpacken. Ne? Genau. Ja, wir nähern uns langsam dem Ziel. So, was haben wir denn Schönes? 4 Güterwagen-Set. Postzug. Hast du noch nicht? Habe ich noch nicht. Vielen lieben Dank. Die sind klasse. Dachte, passt wegen so zu dir rein in dein System. Definitiv. Es ist immer schwierig, etwas zu finden für einen Mobaner, weil man nicht weiß, welche Epoche fährt er. Und, aber Güterwagen sind eigentlich immer so ein, wie sage ich, Objekt. Ein Objekt, wo man immer einsetzen kann, ne? Weil Güterzüge fahren, egal, epochenweise immer noch mit. Also bei mir fährt sowieso eigentlich alles drauf, was mir gefällt. Ja. Also direkte Epoche habe ich eigentlich nicht. Dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt nur Epoche 5 oder was. Es muss gefallen. Epoche GM. Richtig. Gefällt mir. Richtig, und die sind super. Dann sind spitze. Wünsche ich viel Spaß und vielleicht in irgendeinem Video seht ihr sie dann mal in live fahren. Mit Sicherheit. So, wir packen sie jetzt mal aus und gleisen sie mal auf, dass ihr mal seht, was es für Wägen sind. Interessiert mich ja selber. Ist ja nicht meine Spur. Du fährst ja H0. Ich fahre ja H0. Also. Hab auch schon geshoppt. Ja, nicht schlecht. Wir packen mal einen aus, wir wollen mal einen live sehen. Kriegen wir den auf? Ja. Und dann aufs Gleis stellen. Ich will mal sehen, ob er rollt. Ein Stück beiseite. Hey, schön, gell? Und passt gut hierher. Definitiv. Finde ich jetzt nicht schlecht, ja. Und 3 Stück macht auch ein schönes Bild. Perfekt. Dann gibt's doch ne. Das kenne ich. Also, tatsächlich, gestern bin ich hier mit dem Zug tatsächlich nochmal drüber gefahren. Da ging's einigermaßen. Der will nicht, weil ich da bin. Und heute will er nicht. So, ne? Da kommt jetzt der Zug. Gucken wir mal, ob er diesmal fährt. Ja, also, klappt doch. Ja, es ist ja doch noch was gefahren, ne? Klar, es ist noch alles im Bau hier und difficil, aber wie gesagt, schaut beim Steven auf dem Kanal, hier unten habe ich den verlinkt. Und dann könnt ihr selber sehen, was er baut, er schafft in seinen Videos. Und ich sage Dankeschön, dass ich hier sein durfte, das mal live erleben durfte. Sehr gerne, jederzeit wieder. Und ja, wir bleiben ja in Kontakt und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht es dann hier ganz anders aus, wenn ich wieder mal vorbeischaue. In diesem Sinn geht's weiter und bis später. Ciao. Ja, ein toller Besuch bei Jenny und Steven. Geht zu Ende, ja. Wir sind jetzt wieder im Auto. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön für die schöne Gastfreundschaft. Und ja, gerne dürft ihr in unserem Reich vorbeikommen. Natürlich, ne? Seid eingeladen. Und ja, wenn wir wieder in der Nähe sind, sagen wir wieder Hallo. In dem Fall, jetzt geht's weiter. Wo wir jetzt hingehen? Jo, jetzt geht's zu einem altbekannten Hasen. Nämlich meinem Best Buddy. Juhu! Ja, und hier haben wir die Tür. Und ich öffne sie und wir sind im Reich von... Wo ist er denn? Ja, Christian von Boom, Opa, Träumen, Sprennen. Genau. Grüße euch. Meinem Super Buddy. Und ich habe ihn mal wieder besucht. Und interessanterweise habe ich jetzt blaues Licht hier. Aber das gucken wir gleich mal, warum. So, weil ich musste nämlich meinen Superbuddy hier wieder besuchen. Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass der Markus heute angekommen ist. Weil es geht ja gar nicht ohne. Wir zwei sind ja so verrückt die ganze Zeit und ja, wir planen vielleicht mal was, aber sagen wir noch nichts dazu. Genau. Müssen wir mal gucken. Jetzt schauen wir uns ein bisschen hier um. Und zwar neu ist ja nur das da. Was hast du da gemacht? Ich habe den Berg verkleidet mit Holz, aber das ist ja bekanntlicherweise Geschmackssache. Das kann nicht jedem gefallen.
Aber es ist mein Geschmack. Ich finde das total geil so. Das bleibt auch so. Ja, ich finde es auch geil. Kann jeder machen, wie er meint. Genau. Ich finde es top. Besonders mit dem bunten Gemüse zwischendurch. Das lockert das Ganze ein bisschen farblich auf, als wenn nur alles grau wäre. Ja, und es sieht wirklich bergetechnisch aus. Ich finde es super. Und das hier ist auch gleichzeitig der Deckel für den Wendel. Hier könnte man ganz hochklappen, wenn oben alles festgeklebt wäre. Ein Deckel. Ja. Wendel. Ja. Ja. Und hier haben wir den Tümpel des Schreckens. Oder der Risse? Wer weiß. Das ist leider ein bisschen eingelaufen. Ich muss hier nochmal auffüllen. Muss halt nicht mit 90 Grad waschen. Ja, weißt du, was das für ein Akt war, die Anlage in die Waschmaschine zu kriegen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ohne, dass das die Frau merkt, dass sie benutzt hat. Ja, drum ist es so klein, ne? Genau. Hättest du mal draußen lassen, weil es noch H0. Ja, das mit dem Trockner war nicht so gut anschließend. Ja, und natürlich kriegt mein Buddy auch ein Geschenk von mir. Oh, das bin ich mal gespannt. Das ist auch ein großes Geschenk mit Pipi-Inhalt. Also vorsichtig auspacken. Ich sage ja immer, man kann es immer noch verwenden nachher. Ich würde es rechts und links aufklappen, dann geht es besser. Das könnte ja jeder. Och ja. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich in 3 Stunden. Ja. Zweitausend Jahre später. Boah, Wahnsinn, du bist doch verrückt. Nein. Dankeschön. Das ist Best Buddy Like, da muss das sein. Ein schönes Güterwaggesät. Lass mal, nice. Lass mal nachher mal aufgleisen, lass mal fahren nachher, ne? Bestimmt. Hier losgeht. Oder so. Da gibt es nichts zum Tester hier. Ja, ins kalte Wasser geschmissen. Was meinst du, wie es beim Steven vorher ging? Das war mir klar. Da wollte einer Lok fahren und dann ins Arschwasser gelaufen. Aber sie fuhr dann. Also alles gut. Wer hat sauber gemacht? Ich. Ah. Ja, er auch. Teamarbeit. Teamarbeit? Ja, ja. Den habe ich auch. Na, null. Na, ja, da weht der Wind her. Ui. Noch kann ich das sehen. Was heißt da noch? Ja, mein Vater muss ja die Aufglashilfe benutzen, leider. Okay, also in 2 Wochen dann du auch. Yes, ich habe ja schon neue Brille. Oh, die sind ja beladen. Ja, richtig geil, ne? Das wusste ich jetzt gar nicht. Guck mal an. Ja, das sieht man auch nicht so. Nee, eben. Fotos. Nö. War jetzt auch sehr angetan davon. Ja. Na, ich bin ja mal gespannt, wann meine Planwagen kommen. Vom, Oh, hier ist nichts mehr drauf. Was? Keine Folie, die ist da drunter. Achso, aber da ist was drauf. Ja, die hast zugezogen. Ah. Kann man natürlich auch so machen. Ist ja auch blöd, oder? Ach wieso, ich finde das cool. Na ja, gut, hast du einen Kontrast dran, ja. Ja. Hast recht. Nee, ich habe ja mir vom französischen Mineralwasser so ein Dreiersieb. Die hätte ich auch ganz gerne, aber ich kann es, das kommt da nicht drin. Nützt nichts, ich kann es und es kommt nicht. Also von dem her. Mein Händler hat das da, der hat das oft da stehen und ich kann es nicht mitnehmen, das ist wesentlich schlimmer. Ja, das ist scheiße, ja. Mein Händler da, oder wir haben es im Laden nicht stehen. Und können sie nicht mitnehmen. Und die neue 218 auch nicht. Das hat mir der Chris geliehen, auf dem Grill. Guter Mover. Auf dem Grill. Auf dem Grill, genau. Beim Grill. Echt? Na Gott sei Dank ist nicht geschmolzen. Ja, ganz genau. Wie Sie sehen? Nein, wie Sie hören. Falsche Richtung.
Muss erst warm werden, die Lok. Mhm. Schicke Figur, ja. Und das erste Unglück. Ich wusste es, ich bin da. Und das Unglück ist auch gekommen. Gut, dass du noch zum Tom fährst. Ja, der ist schon gewohnt von mir. Ich sag nur 103. Da entschwindet sie. Hinterm Neuenberg. Also wie gesagt, ich finde es geil. Super tolle Idee. Ne? Auch schön der Übergang hier oben mit dem Knitterfelsen von noch. Ja, sehr schön. Und hier natürlich das Hofgut. Doppelt gemoppelt. Super Idee. Ja. Dieser mini kleine süße Trecker. Christian, ich erkenne dich. Mhm. Eindeutig. Und ich höre schon wieder tote Hose. Genau, lupft den Berg. Wo ist der Zug? Ja, wo ist er denn? Ich frage mich gerade, warum. Was ist los? Nichts zu sehen. Der Lukas hat heute keine Lust. Na gut, wenn nichts wäre, wäre ein Kotzen. Ja. Muss ich auch die Stopptaste drücken, dann fährt es auch wieder. Ja, sorry. Bist du relativ neu. Aha. Was macht die Lok? Die kommt. Läuft. Es läuft. Wie immer. Da ist sie, die Lok. Leer. Allein. Wie bei mir. Als das Fernsehen da war, war plötzlich die Lok allein da, ohne die Wägen. Warum sollte das bei mir anders sein als bei dir? Du warst doch geteiltes Leid, das halbes Leid. Ja, und dann habe ich ja diese Wagen mit der Lok fest verbunden. Und was passiert im Wendel? Der Zug entgleist. Und ich kriege nicht mehr raus. Tja, so ist das halt im Mobileben. Da kommt sie wieder aus dem Tunnel. Und fährt in den Bahnhof ein. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt vom Christian seiner Anlage, dann geht auf Bomoba Träume in Spuren. Ja, wie gesagt, ich werde es hier in den Kommentaren. Hä? In der Beschreibung werde ich es verlinken, den Kanal. Ja, danke, das ist sehr nett. Und dann könnt ihr nochmal hier drauf gehen, abonnieren und selber sehen, was hier fährt. Ja, und ich sag Dankeschön, dass ich da sein durfte mal wieder. Kein Problem, immer wieder gern. Und den Rest, was wir zwei Buddies jetzt heute noch machen oder die paar Tage, die nächsten, ja, das seht ihr dann auf einfach Markus. Oder bei Christian im Einsatz. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, zu meinem Geburtstag habe ich von meinem Best Buddy und seiner Family diese Tandemwalze bekommen. Voll cool, ne? Wird dann einen Platz finden in meinem Baugebiet mit einer tollen Szene. Naja, dann hat natürlich die Frau von Jenny hier so ein Hausdruck bekommen. Und ja, sie wird dann da ihr eigenes Ding machen. Das seht ihr dann auf ihrem Kanal. Und dann habe ich natürlich noch ein schönes Schild bekommen von meiner Frau. Miniaturwunderland. Ja. Ja, weinendes Auge, wenn ich mein Best Buddy hier verlassen muss. Ihr habt gesehen, die Livestreams haben wir Sven fahren lassen. Ich habe mir gezeigt, die Livestreams gehen so. Und dass man keine Angst haben braucht. Ja, es war schön hier und ich sage vielen, vielen Dank für die tollen Stunden, die tolle Bewirtung und ja, mein Best Buddy, wir bleiben in Kontakt und treffen uns bald wieder. Egal, ob bei mir oder bei dir. Ja, die Reise geht jetzt hier weiter. Wir wechseln jetzt zu einem
anderen bekannten YouTuber-Team, sag ich mal. Ich will noch nichts verraten, großartig. Genau, genau. Ja, auch eine schöne Zeit geht mal zu Ende. Und so gesehen geht das Licht hier aus. So, das nächste Ziel haben wir erreicht. Ha, ihr erkennt schon hier die Modelleisenbahn, ne? Ja. Wo wir sind, ne? Bei Steffis N und Toms Hanul. Ja. Immer korrekt, ne? Aber wir sehen später was. Und was wir sonst hier noch tun, wie gesagt, auf einfach Markus gucken. Aber später hier mehr von der Modelleisenbahn. Ja, da sehen wir die Teststrecke in Spur N von Steffi. Ja, und interessant hier, ne? Händischer Antrieb für die Weiche. Finde ich geil. Muss ich mir überlegen, ob ich das mal auch mal mache an bestimmten Stellen. Da brauche ich kein Stellpult mehr, dann sehe ich gleich, welche Weiche wo ich schalten muss. Und natürlich hier unten. Super verkabelt, finde ich voll geil. Muss ich mir mal merken für meine Zwischenmodule. Na, sowas hinzumachen wäre natürlich auch geschickt. Schauen wir mal. Genau. Und hier drüben, da haben wir analoge und digitale Steuereinheit. Auch gut gebaut. Gefällt mir auch. Und was habe ich entdeckt? Ne? Die V221 von RTS in Spur N. Ne? Ich habe es ja in H0 und ich bin ja schon in 1:1 gefahren. Ist natürlich cool jetzt hier. Ne? Und natürlich hier unten auch cooles Gefährt. Ne? So, Schienenreinigung à la Tom. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Auch eine gute Idee. Ein bisschen Isopropanol drauf, auf dem Filztuch und dann einfach die Schienen abreiben. Ja, man sieht schon den Unterschied. Ja. Das war ein Erlebnis, war Markus? Was du lesen solltest? So, nein, ich habe sie mitgebracht. So. Irgendeine angefangene Flasche Bier steht da unten. Wir wissen ja, was Steffi mag. Ne? Langgeschenk. Darum haben wir wie immer, ne? Die obligatorischen Schlümpfe. So, und natürlich, ne? Hat ja der. Ich habe ja eure Bilder von unserem Besuch ausgedruckt. Und der Drucker hatte plötzlich kein Papier mehr. Und als die Dame im DM wieder Papier draufgelegt hat, dann kamen plötzlich doppelt so viele Bilder raus. Dann habe ich gedacht, ach komm, die nehme ich mit. Die kriegt ihr. Ich glaube, eins ist sogar doppelt. Und dann habt ihr die schönen Bilder auch, wo ich jetzt auf meiner Galerie habe von eurem Besuch bei mir. Ja, das ist dabei. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und ich gebe jetzt mal obligatorisch im Tom das. Und er kann es nachher mal angucken. Ich lege das einfach mal dahin und wenn wir auspacken, dann komme ich wieder. Okay. Da steht drauf Tom und Steffi. Ja, also auspacken. Ja, ja, zu Befehl, Herr Major. Richtig sein. So viel zum Thema vorsichtig. Seid ihr denn verrückt? Ist ja unglaublich.
Ist ja unglaublich. Jetzt machen wir auch noch ein Unboxing-Video. Ist da nicht Tesa dran? Nein. Nein? Ohne Tesa. Oh. Wie macht Markus das immer? Hier, Bedienungsanleitung. Ja, Wahnsinn. Trau mich gar nicht anzufassen, ey. So, wow. Den können wir jetzt von hier nach Bad Dürrheim fahren lassen. Genau. Genau. Richtig? Richtig. Aber hat halt keinen Ski. Er hat halt keinen Ski. Ja, noch nicht mal einen Ski dran. Nee, also. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert, weil ich konnte es ja nicht testen. Aber ich dachte, du bist ja eh der Experte in der Richtung, das macht nichts aus, ob er geht oder nicht. Also, Adresse steht drauf, 3. Wollen wir es sofort machen? Wir können es probieren, ja. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, über die Weichen wird er nicht fahren. Nicht schlimm. Weil Herzstücke sind nicht polarisiert und ich glaube nicht, dass der ein Stützelko drin haben wird. Wo sollte der auch hin? Keine Ahnung. Obwohl, nee, ja. Ich verstehe eh nur Bahnhof, was du gerade sagst. Ja, das mach ich. Deswegen mache ich das doch. Deswegen mache ich das doch. Warte, dann fahren wir mal die kleine Köfe ein Stück zurück. Und dann versuchen wir mal, ob wir den KLV, also ich würde ihn hier hinten losfahren lassen. Ich nehme auch noch, ich muss mal erst die Adresse 3 raussuchen. Da läuft bei mir. Du kannst ja nicht viel drauf auf der Anlage, kannst ja die ganze zweite 3 drauf haben. Ja, komm. Okay, machen wir mal die Verpackung ein bisschen beiseite. Mensch, cool. So, Moment. Und ich sehe ihn nicht, aber gut. So. Da hat er jetzt seinen Garageplatz. Schön. Super. So, Deckel drauf. Neue Heimat. Volle Latte. Ja, voll gerade ausgefahren. Oh, hoffentlich fährt die jetzt in die Treppenbahnhof. Das hat mich wirklich gefühlt. Nee, fährt keine Tür. Thank you.
Ja, ihr habt gesehen, es fährt was, es hat sich was getan. Im Hintergrund die schöne Burg, ne? Aber wie gesagt, schaut einfach auf dem Kanal von Steffis N und Toms H0 vorbei. Ich verlinke ihn nochmal hier unten. Lasst ein Abo da, ein Like und ja, wir schauen da mal, wie es weitergeht. Was sonst noch hier passiert ist, das seht ihr eben drüben auf Einfach Markus, wie gesagt. Ja, in diesem Sinne schließe ich jetzt hier ab und wir schauen, ob wir nochmal jemanden vor die Kamera bekommen. Lasst euch überraschen. Ja, jetzt bin ich hier in Rettighausen. Wie Rettighausen? Ne? Rettig? Nein. Wir sind wegen einem anderen Grund hier. Da seht ihr es. Wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, dann muss ich doch hier mal vorbei. Naja, ich habe die Halle gar nicht erkannt. Ne? Gute Modell, ja. Sieht halt anders aus wie in echt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir rein können. Natürlich mit Babbedeckel auf dem Mund. Ne? So, die Tore sind offen. Und tada. Da wird man schon begrüßt von einem schönen Diorama. So, das bekannte Bild, ne? Im Katalog ist es ja auch. Und natürlich hier ein Minimal-Auswahlpunkt. Aber egal, Hauptsache ich bin mal hier live. Ja, ist ja interessant mal das Ganze hier zu sehen so. Hier auch kleine Dioramen. Wunderschön, ne? Das ist natürlich auch schön, ne? Richtig schön beleuchtet. Und natürlich, wie immer, Hochzeit, ne? Das muss natürlich sein. Obligatorisch. Ach ja, und das Fitnesscenter, ne? DM. Ja, schönes Modul. Und natürlich hier oben. Der Rubel. Ja, nicht schlecht hier so. Und jetzt sind die auch beleuchtet. Kann man nochmal hier reingucken. Und hier natürlich, ja, das brennende Haus. Optimal. Am besten alles gleich reinpacken. So, ihr habt es gesehen, ein kleiner Werksverkauf, natürlich effektiver im Handel oder im Online-Shop. Ne? Das ist hier nur sehr minimal, im Endeffekt so B-Ware, wo es hier gibt und ist natürlich auch schön. Ja, kann man vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen, aber man darf nicht zu große Erwartungen haben hier an diesem Shop. Aber es war mal toll, dass ich hier mal bei Fissmann direkt vor Ort war und mir da mal ein Bild machen konnte und ich hatte jetzt mit einer Mitarbeiterin ein nettes Gespräch und ja, wir bleiben in Kontakt, mal schauen, was sich entwickelt. So, und mit den Bildern hier aus dem Gewölbekeller von Tom und Steffi, ja, wollte ich euch kurz hier auch mal zeigen, geht es jetzt dann weiter, ja, mal schauen, wen wir noch sehen, besuchen, seid gespannt und bleibt dran. Ich sage Dankeschön an Tom und Steffi für die netten Tage, die tollen Stunden und alles, was sie mit uns unternommen haben und uns, ja, verpflegt und, wie soll ich sagen, erholen ließen. Dankeschön, ihr zwei. So, jetzt geht's weiter. Na? Mal sehen, was passiert. So, nächster Standort erreicht. Ja, leider klappt es wieder nicht so wie gedacht, ne? Aber mein Blue Brotherle treffe ich jetzt hier kurz. Natürlich wieder so kurzfristig schnell mal. Schauen wir mal, wann er anrückt hier. Also bis gleich. Eine Ewigkeit später. Ja, es hat geklappt und da ist mein Blue Brotherle. Hey, Leute. Ja. Auch mal wieder da. Ne? Ja, genau. Was macht deine Mopa? Ja, Umbruch. Du reichst ab, gell? Ja. Und da sieht's aus ohne Ende. Also da liegen lauter Kisten oben drauf. Ein Kreis habe ich freigelassen, damit wenigstens die Sachen, die noch kommen, auch mal getestet werden können. Aber ansonsten
Naja, ich bin sehenswert. Ich bin aber gespannt, wie es neue dann aussehen wird mal. Ja, es gibt ja mal irgendwann mal Bilder oder so, genau, oder mal Videoaufnahmen. Dann sehen wir das und so. Und der grüne Teppich kommt weg. Und der grüne Teppich kommt weg. Was kommt dann hin? Weiß ich noch nicht. Blauer Teppich. Blue Angel. Ja. My Blue Brother mit Blumen Teppich. Nix mehr Green Teppich. Und lange Haare. Ja, wie so ein Bombeleger hier, gell? Ah, nee, das ist Corona-Style. Ja, so 70er Jahre. Ja. Hippie, yeah. Ja. Aber du hast auch welche. Ja, ich hab's wieder mal wenn gekürzt, nachdem sich ja einige beschwert hatten. Hey, es ist komisch. Also bei uns ist es auch so in der Firma, das sind mehr Leute, die sich sagen, die mir sagen, Rainer, man schneidet ja nicht die Haare. Und im Privaten, auch Rainer, die kannst du eigentlich schon lassen. Ja, aber in der Firma, ey, ja, das ist die regen sich mehr über meine Haare als sonst was. Ob ich jetzt einen Bart habe oder nicht, ist doch egal. Ne? Ja. Das ist doch trotzdem, der Mensch bleibt der Mensch. Ne? Muss uns gefallen. Ebbe. So, wir schnacken jetzt hier noch eine Weile. Ja. Ja, und dann geht die Rutsche weiter. Und dann melde ich mich nachher nochmal. In dem Fall sage ich jetzt schon mal Ade. Mach's gut. Gute Heimreise. Und bis zum nächsten Mal. Und ihr? Macht's gut. Ciao. 6,5 Stunden später. Ja, eine Reise geht zu Ende. Viel erlebt, viel gesehen. Und viele nette Menschen und Freunde gesehen und natürlich besucht auch. Ne? An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns herzlich aufgenommen haben. Ja, wir sind wieder hier angekommen im schönen Bad Dürrheim. Hier wird es auch bald weitergehen. Allerdings ja, wird das Projekt jetzt uns viel Zeit abverlangen. Naja, so ist es halt. Aber wir werden sehen, bald ist es ja vorbei. Und dann haben wir wieder Normalprogramm und es geht hier riesengroß weiter mit. Ja, ich verrate es noch nicht. Ich sage danke für alle neuen Abonnenten, für alle treuen Abonnenten und alle Abonnenten, die es noch werden wollen. Ja, ganz einfach den Knopf drücken und die Glocke aktivieren und schon habt ihr es. Aber wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, viele Grüße, Herr Markus und tschüss.